heute ist was anders. Denn heute laufen hier nicht unsere Jungs im FCBB-Trikot auf, sondern ihr seht schon einige der Kollegen, die heute spielen werden, hinter mir. Heute geht es hier rund in der WM-Quali. Deutschland gegen Slowenien und ich kann gar nicht erkennen, wer es ist, aber einer dieser Jungs, das ist Luka Doncic. Auf den freuen wir uns natürlich unglaublich, aber auch auf Andi, auf Nick im DBB-Trikot. Wir haben coole Gäste, die wir hier erwarten. Es wird natürlich eine mega coole Stimmung, da bin ich mir ganz sicher. Das wollen wir alles für euch einfangen und ich würde sagen, wir starten mal in den Game. War jetzt ein langer Sommer, ohne dass ich hier war. Deswegen war es schön, mal wieder hier zu sein, reinzukommen, so die Luft zu schnuppern, den Boden, die Körbe und auch so einfach so die Atmosphäre hier. Und da hat es mich sehr gefreut. Felt good. You know, it was. We came out, played well, but it was great to be back in Munich, be back in the Audi Dome and to get a big win with the team. So, ich habe jetzt hier noch zwei unserer Ehrengäste am Start, Siebes und Björn. Siebes, du bist ja schon ein großer Audi Dome-Gänger. Ja. Wahnsinn. Aber Jungs, sag doch mal, wie war's? What a game. What a game. Beeindruckende Leistung. Hätte, glaube ich, vorher keiner gedacht, dass es so deutlich wird. Nee. Geile Stimmung, volle Halle. Also so kann es weitergehen. Vorfreude auf EM. Ist ganz oben. Ganz oben. 23 Punkte von Luka Doncic, Mann. Ja. War schon solide, würde ich sagen. Es war solide, aber ich bin trotzdem, wir haben ihn ganz gut verteidigt. Also sowohl Nick als auch Franz hat einen sehr guten Job gemacht. Ja. Hat auf jeden Fall mir Spaß gemacht zu sehen, wie gut die Deutschen ihn verteidigt haben. Sag nochmal einen Satz zu unserem Nick auf Bayern. Die kommen natürlich ein bisschen, wie ihn fandet. Also ich habe mich ehrlicherweise ein bisschen mehr auf Franz konzentriert, aber trotzdem, Nick Weilerberg, ich finde es eine super Verpflichtung, ich freue mich, dass er dabei ist und ich glaube, er wird uns eine Menge helfen. Ich wollte gerade nochmal luschern, wie viele Punkte Andi auf dem Tacho hat. 13 ja. 13 für Andi, war solide, ne? Dreier. Wahnsinn. He let it rain. Let it rain. Also bei ihm hast du auch immer das Gefühl, wenn er ihn loslässt, der ist drin. Luka ist noch mal rausgekommen, schreibt noch 1 bis 700 verschiedene Autogramme und ich glaube, draußen warten auch noch richtig viele Fans auf ihn. Ich hoffe, das kann ich für euch einfangen.
Hammer hin. Halte. Schnell mal einen anderen. So, das war's jetzt hier von uns aus dem Audidom. 90-71 gewinnen hier die Jungs und räumen Slowenien aus der Halle. Hätte ja auch niemand am Anfang gedacht. Mega cooles Event, unglaubliche Stimmung, war auf jeden Fall ein Erlebnis. Wir hoffen, ihr habt auch unseren Vlog hier genossen, fandet den nice und dass wir euch ganz bald wieder im Audidom sehen können. Bis dann.